Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Ja, wir haben uns mit unserer FTL wieder auf den Weg gemacht. Wir fliegen zu der Ingenieurin und wollen da unseren... Nein, da möchte ich heftigst widersprechen. Okay, Korrektur. Ich fliege schon zu der Ingenieurin und möchte den FSA-Antrieb verbessern. Uwe bärt gerade durch die Gegend. Ich erstmal drei Sprünge hinter mich bringen muss, um zu einer Station zu fliegen, an der ich die beste Ausrüstung erstmal bekommen kann. Ich habe nämlich weder ein, 5A, ne 4A. 4A wäre der. Weder einen 4A Frameshift-Antrieb, noch einen 1,6A Kraftwerk. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass die Verbesserungen von der Ingenieurin an das jeweilige Modul gebunden sind und nicht ans Raumschiff, was ja logisch wäre, wenn sie das Kraftwerk verbessert. Das ist dann, wenn man sich ein neues Kraftwerk kauft, wieder weg ist. Und deshalb wäre es natürlich sinnvoll, sich erstmal die beste Ausrüstung zu kaufen, bevor man das versucht. Habe ich das in der letzten Folge eigentlich schon mal gesagt? War das noch in der Folge? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ja, das hast du immerhin schon in der letzten Folge gesagt, das Rechtfertigen. Ja gut, dann habe ich es halt doppelt erklärt. Das ist korrekt. Stimmt, ich habe in der letzten Folge auch noch die Route geplant. Verdammt! Uwab kriegt Alzheimer. Uwab ja. Jetzt zum Fischwab. Ja. Goldfischwab. Also seit ich nicht mehr in die Schule muss, habe ich irgendwie, hat meine geistige Leistung irgendwie um 500% abgenommen. Dieses Gefühl kenne ich. Ups, nein! Jetzt habe ich gerade die Folge beendet und neu gestartet. Das war der falsche Knopf. Gut, dann veröffentliche ich einfach beide Folgen. Das, was soll's? Ich schneide das nicht zusammen. Ich mache zwei getrennte Folgen. 113.1 und 113.2. Ich wollte sagen, dann mach bitte, überspringen bitte keine Nummer, sonst komme ich durcheinander. Nein. Alles klar. Verdammt. Du Dödel, ey. Kann denn sowas passieren? Verdammt, dann muss ich extra Thumbnails dafür machen. Verkackt. Könntest natürlich ja, gut, das krieg ich hin. Das Thumbnail für 113 geben. Nee, das dann wird's unübersichtlich. Nee, ja natürlich. Das wird dann. Wenn ich die will ja die Folgen gleichzeitig veröffentlichen und wenn sie dann aus Versehen in der falschen Reihenfolge veröffentlicht werden, dann wird's doof. Ah, das sind Probleme, das ist unglaublich. Ja, Luxusprobleme halt. Erste Welt Luxusprobleme. YouTube verkackt die Veröffentlichungsreihenfolge. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja, ich glaube, wenn man alles gleichzeitig vorplant, dann hat es keine bestimmte Reihenfolge, sondern dann kommt es halt, wie es kommt. Also, ja, wenn du alles gleichzeitig veröffentlichst, dann macht YouTube das nicht in der Reihenfolge, nein. Ich will es ja gleichzeitig veröffentlichen. Wenn du es geplant veröffentlichst, dann weiß ich nicht, ob das dann nicht beachtet. Das hält sich nicht an die Reihenfolge, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wenn du es auf einen Schlag direkt veröffentlichst, dann dödelt es rum. Und sonst, naja. Kannst du wie heißt überhaupt die Station, zu der ich muss? Das hätte ich vielleicht mal nachgucken sollen. Irgendwas mit Web. Ah, Web Orbital. Ja. Netz Orbital, quasi. Jupp. Ups. Also manchmal. Ich wollte jetzt gerade tatsächlich den Frameshift-Antrieb aktivieren, um dahin zu springen. Den Hyperraumsprung. Zur Station. Zum Glück hat mich das Schiff direkt daran erinnert, dass das keine gute Idee ist. Ja, Uwe, es ist schon spät, ich weiß, aber muss jetzt noch nicht die ersten übermäßigen Ausfallerscheinungen haben. Nur 4? Ich gehe erst in 2 Stunden ins Bett, frühestens. Ah, da merkt man schon, dass du nicht mehr in der Schule bist. Gute Einstellung. Das hat sich so entwickelt mit der Zeit. Es wird Zeit, dass du dich an den typischen Studentenrhythmus gewöhnst. Ja gut, ich glaube, ich bin später als der typische Studentenrhythmus aktuell. Meinst du vom Aufstehen oder vom Schlafen gehen her? Beides. Aha. Also vom Aufstehen ganz sicherlich. Weil ich meine, wenn man so um 12, 13 Uhr aufsteht, dann ja. Oh ja, gut, das ist schon ein dekadenter Student, quasi. Dekadenter Student oder jemand, der nicht zu den Vorlesungen geht. Oder das. Ist das nicht das Gleiche? Ja, nicht unbedingt.
Es mag da eine gewisse Schnittmenge geben, aber die ist nicht hundertprozentig. Okay. Das System, das nächste System heißt Il Bandi. Wow. Ich dachte erst El Bandi, aber leider. Sieht vor, oh, hübscher Planet hier. Der hübscher Planet hier, habe ich gesagt. Ist an den Polkappen gefroren und in der Mitte nicht. Ja, Sachen gibt's, habe ich noch nie gesehen. Ja, in Elite Dangerous tatsächlich nicht. In Elite weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, dafür waren es zu viele Planeten. Und unsere wird das auch bald nicht mehr sein. Tja. Also an den Polkappen gefroren. Wie, die Erde wird kein Planet mehr in Elite Dangerous sein? Danke für die Erklärung. Bitte! Sehr gut. Huch. Nein, nein, oh toll, jetzt habe ich meine Fernbedienung nicht ehrlich. Fernseher wird in einer Minute ausgeschaltet. Okay, um Wiedergabe fortzusetzen. Was gibst du denn? Du mich auch. Fernseher wieder? Ja, das Aufnahmefenster und den TeamSpeak-Server. Ach so. Das ist mein Zweitbildschirm. Du kannst auch einfach an die Power-Taste tippen normalerweise. Oder an eine Taste. Da komme ich jetzt aber auch nicht hin. Moment, ich muss hier... Dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich habe hier... Noch mehr Luxusprobleme. Auf dem Handy eine App, um es zu steuern. So, hat funktioniert. Eine App, die sich nennt... Die sich Stock nennt. Nein, die nennt sich... Quick Remote, glaube ich, oder so irgendwas war's. Ich hab's schon wieder weggelegt. Ich war Rotschnittstelle? Ja. Ah, okay. Mittlerweile auch relativ selten geworden. Gab's früher öfters. Ah, echt? Also ich kenn wenige ohne. War jedenfalls so meine Wahrnehmung davon. Habe ich nicht so das Gefühl. Ich habe eher das Gefühl, das sind mehr geworden. Keine Ahnung. Oh Gott, Landeerlaubnis. Die ist wichtig, ja. Gewährt, danke schön. Wäre es sonst knapp geworden. Ich habe noch 8 Sprünge nach Deziert. Jetzt will ich mal hoffen, dass wir gleich für das Upgrade nicht noch irgendwelchen esoterischen... Landeplatz 35, 8 da unten. Na Gott sei Dank habe ich gleich abgebremst. Sonst wäre es knapp geworden jetzt. Ja. So, Hangar betreten. Warum war ich nochmal hier? Ach ja, Ausrüstung. Fürs Kaffeekränzchen mit Captain Obvious. Deswegen. Oder um im Internet zu surfen. Kocht er guten Kaffee? Also Captain Obvious? Er kocht den offensichtlichsten Kaffee, den du dir vorstellen könntest. Jetzt musst das du nur ist noch jetzt keine wirklich gute Wertung. Jetzt musst du nur noch herausfinden, wie offensichtlich schmeckt. Ich glaube, es hat einen Hauch von Bitterness dabei. Ein Hauch von Langeweile vielleicht. Hauch von Langeweile, von Bitterkeit und... Also auf jeden Fall soll Überraschung darin sehr selten vorkommen. Offensichtlicher Kaffee, was ist das? Naja, wonach sieht's aus? Kaffee. Danke, Captain Obvious. Was? Och nö. Fangen wir mal über? Keine Ausnahme. Nein, kein 6A-Kraftwerk auf jeden Fall. Oder bin ich blind? Nein, kein blind. Kein 6A-Kraftwerk. Dann wenigstens ein Slot ausgewählt. Ja. Yeah. Wenigstens hoffentlich ein 4A-Frameshift-Antrieb. Na Gott sei Dank, wenigstens das. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt keins von beiden hätte, das wäre es aber mal sowas von nicht aus dem Ofen gewesen. Kann ich wenigstens den Frameshift-Antrieb verbessern. Das bringt ja schon mal was. Ja. Definitiv. Sprungreichweite ist schon mal um 2 Lichtjahre gestiegen. Von 10 auf 12. Ich bin jetzt bei 13,7. Also unbeladen. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Ach, warte mal, ich muss wahrscheinlich habe ich irgendeine Komponente drin, die in ihrer Klasse oder in ihrer Wertung einfach leichter ist als bei dir. Vermutlich. Wahrscheinlich das Kraftwerk. 6A. Hat 6E. Hast du überhaupt ein 6A-Kraftwerk? Keine Ahnung, was ich da momentan für ein Kraftwerk drin habe. Ich glaube, man sieht es hier auch nicht direkt. Ach Gott. Ach, doch, 6D habe ich.
Ah, okay. Das wird wahrscheinlich leichter sein als 6E. Das kann gut sein. Ich muss zwischendurch auftanken. Ich habe doch keinen Treibstoffsammler. Gibt's das vielleicht hier, wenn wir gerade schon mal dabei sind? Traufe ich doch. Ha? Sonst könnte es eine ganz schön lange Reise werden. Ja gut, ich müsste einmal landen zum Tanken. Irgendwo. Das wäre schon machbar. Halt umständlich, aber machbar. Brauchst du einen Atlas oder geht's so? Kein Kommentar. Nun. Ach ja, ich weiß warum, weil ich so viele Treibstofftanks drin habe, deswegen wiege ich mehr. Ach so. Ich habe doch mit Treibstofftanks mich vollgeballert, weil ich kein Dinges hatte. Ich mache kein Geld für den Treibstoffsammler, das genau. Eben. Ja, stimmt. Treibstoffsammler. Oh, sogar Klasse 4. Ui. Sogar 4A. 2,8 Millionen, kann ich mir leisten. Oh, ein bisschen am Schiff ankokeln hier. Ja gut. 0,34 Tonnen pro Sekunde. Oder Tanks, oder was steht das T jetzt? Tonnen, glaube ich. Oder? Nee. Kilogramm ist es, glaube ich. Ich glaube, Kilogramm pro Sekunde war es. 0,34 Kilogramm pro Sekunde, das glaube ich nicht. Nein, also 0,3... Nee, das wären dann Tonnen. Also 340 Kilogramm pro Sekunde. Genau, das meine ich. Also das ist dann eine Angabe in Tonnen. Ja. Ja, das ist dann eine Angabe in Tonnen. Das stand nämlich irgendwo in einem der Tabs, die ich offen habe. Oder auch nicht. Ich meine, da stand das nämlich irgendwo drin. Also da wurde die Einheit erklärt. Das stand dann irgendwie halt 340 Kilogramm pro Sekunde oder so. Ja, stimmt. Warum da jetzt keine Maßeinheit im Spiel beisteht, ist mir allerdings auch nicht ganz klar. Vielleicht steht das große T bei denen einfach für Tonnen. Oder das T über Tonnen normalerweise klein ist, aber ist ja egal. Wenn du direkt den Fuel-Scope nutzt. Achso, wie ist jetzt, stimmt. Stimmt, da steht einfach nur eine Zahl pro Sekunde. Ja, genau. Weil wenn man Ach halt, jetzt muss ich die Route nochmal neu planen. Ja, ist ja schwierig. Ich habe ja eine größere Sprungreichweite jetzt. Liebe 9263. So, hoffentlich hat es auch was gebracht. Ich habe jetzt eine Sprungreichweite von knapp 13 Lichtjahren. Nicht ganz, kommt darauf an, kommt auf meinen Tankfüllstand an. Sehr gut. Oh, ich habe noch zwei Sprünge. Dival. Oder Dival. So. Wie viele Sprünge habe ich jetzt vor mir? 22. Oh, sogar noch. Na wunderbar. Toll. Wobei, du hast ja bis heute einen Umweg geflogen. Ja, das stimmt. Könnte der Grund dafür sein. Ja. Ich bin ja erst nochmal, hab erst nochmal drei Sprünge bis hierher hinter mich gebracht. Oh, da ist man direkt wieder feindlich hier. Ein System vorm Ziel. Sehr schön. Aber im Zielsystem selbst glaube ich nicht, oder? Oder doch? Also ich fände es jetzt ehrlich gesagt ziemlich nervig, wenn das System mit der Ingenieurin drin von irgendeiner Macht besetzt wird. Wäre aber durchaus möglich. Ja. Also ich fände es eher nervig. Naja, das bringt genauso viel der Treibstoffsammler wie der, den ich vorher drin hatte im Diamondback Explorer. Ja gut, das war auch 4A. Klasse, ne? Ja. Bloß habe ich hier, glaube ich, weniger Treibstoff jetzt. Ich glaube, oder auch 32, ich guck mal kurz nach. Ich glaube, 16 war Standard. Kann man das irgendwo nachsehen? Ja, verdammt, jetzt hat es mich wieder rausgeschmissen wegen dem Sprung. Das ist interessant. DC hat das tatsächlich feindlich. Ah ja, okay, also doch. Oh, es ist ja doof. Naja, würde ich keiner der Regel umbringen, vor allem mit einer FDL. Das
ist halt einfach unnötig dann. Ach ja, 2000 Lichtsekunden. Nee. So. Dann kann ich ja schon mal das Geschwadersignal anmachen. Ach stimmt, da war ja was. Jetzt lass mich noch mal kurz nachgucken. Nee, der Treibstofftank steht nicht mit in der Liste. Inventar vielleicht? Schiffsfracht. Habe ich keine Materialien, Daten? Ach Gott, ich habe einen Haufen Daten hier, verschiedene. Synthese, Funktionen. Nee, ich kann mir nirgends hier anzeigen lassen, wie viel Treibstoff ich dabei habe gerade. Ist ja doof. Hier irgendwo vielleicht? Ja. Nein. Kann ich das irgendwie in der... Naja, aber es lädt recht schnell. Ja gut, ich mache auch kleinere Sprünge. Ich glaube, also wenn das Standardding 16 hat, dann könnte ich schon auf 32 kommen. Also genauso viel wie vorher. Okay. Oder hatte ich vorher noch mehr drin gerade eben? Ich weiß es nicht genau. Ich habe nämlich auf jeden Fall 1 mit 16 drin. Und wenn das Standardding schon 16 hat, dann habe ich 32 jetzt. Ich kann ja gleich mal nachgucken, wenn ich angekommen bin, was ich da momentan für eine Konstellation drin habe. Ja. Ah, noch 300 Lichtsekunden. Ach nee, ich muss ja bedenken, dass es auf dem Planeten ist. Stimmt. Dann sollte ich vielleicht da war was. Nicht so ganz im 90 Grad Winkel anfliegen, sonst läuft das wie beim letzten Mal. Das war nicht so schön. Ja. Wobei die Anfluggeschwindigkeit ja irgendwie relativ egal ist, wenn man so auf dem Planeten landen will, dann muss man ihn nur noch treffen. Ja gut, man muss halt noch rechtzeitig abbremsen, sonst wird man unsanft drauf rausgeworfen. Ja, ist die Frage, ob das die bessere Wahl ist, oder ob das jetzt eine bessere Wahl ist, als wenn man dann dran vorbeifliegt. Nein, vorbeifliegen habe ich ja nicht behauptet. Ja, ist ja dann die Alternative, wenn man das Bremsen verkackt. Ja gut, wenn man es bremsen darum verkackt, ging's ja eigentlich gerade. Deswegen... Naja, egal. Du sollst ja auch das Bremsen nicht verkacken. Ja. Sagt er und flog vorbei, würde ich sagen. ein paar Megametern jetzt Richtung Planet. Ja, das ist jetzt so ein bisschen... Ah ja, 2 Megameter pro Sekunde. So viel war ich jetzt auch nicht so schnell. Finde ich. Finde ich. Polizeikontrolle. Waren Sie zu schnell? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich fand, also, ich war in Ordnung. Also ich hab... Okay, dann fahren Sie weiter. Mein Gefühl war, dass ich noch nicht zu schnell war. Ja, sehr gut. Mein Gefühl war da... Oh, das wäre schön. Ja, Polizist sich dann kontrolliert und dann so, wie schnell waren sie denn? Dann so, also ich hatte das Gefühl, dass da noch was in Ordnung. Da ging doch noch was. Ich bin keine 300 gefahren. Ja. Das ist wichtig. Oh Mann. 4, 3, 2, 1, engage. Bilongo. Ist das jetzt hier hinter noch 16 Sprünge Felsen versteckt oder was? Ja klar. 300 Kilometer. Nee, unter einem Felsen. Und ich sehe es immer noch nicht. Ach, jetzt sehe ich es erst. Ist unter einem Felsen versteckt. Sehr gut. Wo bauen wir unsere Station, die man wunderbar oben aus dem Weltraum erreichen muss? Hinter einem Felsen. Unter dem Felsen. Wir müssen noch tiefer. In den Felsen hinein. Genau. Jetzt fliege ich gerade mit 2,5
Kilometern pro Sekunde. Und das Cockpit verdeckt gerade die Entfernung. Sehr gut. Gleiten. Okay, noch 190 Kilometer. Gut, ich meine, wenn du in einem System bist, kannst du auf jeden Fall... Wobei, nee, du kannst ja gar nicht reinspringen. Ich glaube, bei Planetendingern funktioniert das nicht so gut. Nee. Das ist natürlich auch so ein bisschen schade. Ja. Gut, 120 Kilometer noch. Entspannter Familienausflug am Wochenende, ja. Ja, 120 Kilometer ist für einen Familienausflug am Wochenende machbar. Es geht, würde ich sagen. Abbruch, gleiten, warum? Ja. Warum? Ach komm, wieso denn jetzt Abbruch? Abbruch, Abbruch. Reißt sich die Mission endlich ab. Ich habe noch 70 Kilometer. Was war Fluchtvektor aus? Wir wurden enttarnt, Abbruch. Oh, komm, 70 Kilometer vor Ende und er so erstmal Fluchtvektor ausrichten. Jawohl. Ich sehe jetzt nicht ein, die 70 Kilometer da. So, ich muss mal gucken. In Kriegsgeschwindigkeit zu fliegen. 14 Sprünge, reicht das vielleicht durch? Ganz knapp nicht. Für zwei Sprünge reicht es noch nicht durch. Meine Güte, es wird Deki hat jetzt bunt angezeigt. Ich hatte jetzt das blaue Symbol von der Markierung. Das oder von einem Lesezeichen. Dann das grüne Symbol von dir, glaube ich. Das orangen, das ich muss doch blau sein. Lilane Symbol von der Ingenieurin. Moment, ich guck's mir nochmal an. Achte lieber darauf, dass du ins nächste System kommst. Ja, mach ich ja. So, jetzt nochmal. Ach, jetzt nicht auf Fluchtvektor ausrichten. Ach, cool. Dann also, so. Das blaue System von der Markierung, vom Lesezeichen, das lila System von der Ingenieurin, das orangene System vom Ziel der Route, das orangene Symbol. Dann war es so ein hellblaues, was ich nicht zuordnen konnte, und dann ein grünes von dir. Sehr gut. Also 5. Schön bunt angemalt. Ja, sage ich ja. Schön bunt. Jetzt habe ich erst nicht drauf geachtet, ob ich auf einmal durchkomme oder nicht. Tja. Das läuft gut, ne? Also nochmal drauf gucken. Noch 12 Sprünge. Boah, noch 26 Kilometer. Und eine Minute ungefähr. Ja, jetzt komme ich durch. Das ist doch super. Ja, finde ich auch. Wir sind übrigens schon wieder bei 21 Minuten. Also zu der Ingenieurin fliege ich jetzt noch. Ja. Wird auch nicht mehr lange dauern. Ich hatte auch nicht vor, die Folge jetzt noch zu beenden. Das machen wir jetzt noch mal fertig und beenden dann die Aufnahme, oder? Ja. Wir haben ja jetzt schon auch genug Folgen. Und es ist 0:24 Uhr. Was mich jetzt nicht hindern würde, weiter aufzunehmen, aber ich habe auch Nachbarn. Zimmernachbarn? Nein. Doppelhaushälften Nachbarn, die das Schlafzimmer direkt neben meinem Zimmer hinter der Wand haben. Oh, das würde mich ja richtig nerven. Das wäre ja schrecklich. Also man hört's nicht so laut, die Wand ist schon dick, aber... Ich glaube, ich habe die noch nie aus dem Schlafzimmer rausgehört. Aber ich vermute mal, die werden auch im Schlafzimmer rumbrüllen. Nicht so wie ich, wenn ich vor dem Mikro sitze. Ja, gut, das ist natürlich... ich jetzt so vor... liegen so im Bett. Und sie schlafen. Und du dann so... Ach, Menno! So richtig ja, laut. Genau so. Also so wahnsinnig laut wird sie ja nicht sein. Gerade so wahrnehmbar noch, aber... Wer weiß, vielleicht stört sie es ja trotzdem. Sie haben sich noch nie beschwert, immerhin. Vielleicht ertragen sie es auch einfach nur und hoffen... dass sie damit keinen Nachbarschaftsstreit fabrizieren, keine Ahnung. So, Schiff, warum möchtest du jetzt wieder... Okay. Ich war genau richtig ausgerichtet, Schiff, so, ich dock jetzt nicht. Nach oben, wieder nach unten, schön aufgeknallt. Okay. Jetzt passt es. Alles klar. Rums. Guck mal,
Das ist ja interessant. Ha? Huh? Jetzt kann man Universal Cato Graphics verkaufen. Ach nee. Warum denn? Wollt ihr mich verarschen? Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich sie alle schon verkauft. Geil. Du nicht? Ja, das waren jetzt die, die ich gekriegt habe, dadurch, dass ich hingeflogen bin, glaube ich. Ach so, ja gut, ich habe auch noch ein bisschen was hier bekommen, aber nicht viel. Ich habe ja keinen Aufklärungsscanner, keinen guten drin. Okay, ich habe jetzt bei gekaufte Modifikation 4% drin. Das heißt, Upgrades bestellen bringt eine Verbesserung der Beziehung und hier Universal Cato Graphics verkaufen offenbar auch. Ja. Das ist ja interessant. So, jetzt gucken wir mal hier FSA auswählen. Was man dafür so braucht. Ich vermute mal, vielleicht machen wir dann in der nächsten Folge irgendwann nochmal eine Reise auf den Planeten für Rohstoffe oder sowas. Falls wir was brauchen. Ich meine, wir sind ja schon direkt auf einem Planeten, bietet sich ja an. Also, sobald ich dann da bin. Resultatvorschau gibt es nicht. Super. Aber ich würde sagen, wir gehen dann auf erhöhte FSA-Reichweite, oder? Ja, auf jeden Fall, auf erhöhte Reichweite. Ich meine, sonst kannst du halt noch schnellere Ladesequenz nehmen oder abgeschnittene FSA. Nee, also Reichweite. Ja, gut. Eindeutig Reichweite. Das bringt mir die erhöhte Ladezeit, wenn ich trotzdem nicht weit fliegen kann. Das ist richtig. Ich guck mal kurz. Warte mal, atypische FSA-Stör. Na, das braucht man dafür. Ja. Na super. Meine Ingenieurmaterialliste. Oh, da hat sich jemand tatsächlich... Oh, da können wir ja mal gucken. Na, wie diese Tabelle aussieht. Da hat sich jemand eine Google Docs-Tabelle erstellt, wo die Daten der Ingenieure drinstehen. Sagt er zumindest. Kann ich momentan nicht verifizieren, weil es nicht lädt. Sagt er zumindest. That's what he said. Aber dann blieb das Bild schwarz. Aha. Inara.cz hat alles. Oh ja. Hm? So. Noch 6 Sprünge. Anomalous FSD Telemetry, das klingt doch... High Wake Scanning, was ist das denn? Ach ne, Moment, Atypic. Wonach haben wir jetzt gleich noch gesucht? Atypisch. Ich hab's vergessen. Und dann Atypical, gibt's aber nur 2. Ja, und zwar? Disrupted Wake Echos und Encryption Archives. Ich glaube, es war das und erste. FSA Störaufzeichnungen hört sich jetzt nach was anderem an. Nach, nochmal, sag's nochmal. Also wir haben in der Liste der Komponenten stehen hier Atypical Disrupted Wake Echos und dann Atypical Encryption Archives und sie will atypische FSA Störaufzeichnungen haben. Hm. Also eher das erste, würde ich sagen. Aber... Oder das zweite? Das zweite? Encryption Archives. Also das erste kann es also eher sein. Also das, okay, hier steht auch Increased FSD Range. Ja, dann wird es das sein. Okay. Okay. High Wake Scanning und Mission Reward steht hier. Was soll uns das jetzt sagen? Chance in Boom System States. Components in the same location. Was ist denn High Wake Scanning? Keine Ahnung. Sachen, die man sich so fragt. Es könnte einfach Dings sein, ne? Ja, Dings ist immer gut. Was, how do you scan a wake? Okay. Frameshift Wake Scanner? Aha. Ach so, ich glaube, dass du hier hohe oder diese FSA oder so Wolken scannst. Da kriegst du das raus. Ja, wie oft kann man FSA so Wolken scannen?
Ja, da muss man irgendwie in den Kampfbereich und ein Schiff anschießen und dann hoffen, dass es wegfliegt, oder was? Ja, manchmal, wenn du so umherfliegst, siehst du das ja auch. Ja, selten. Ja, mein Gott. Das ist halt auch Kram, den man nicht so einfach beschaffen kann. Leider. Muss schon schwierig sein. Mit was scannt man die denn eigentlich? Gibt es da einen speziellen Scanner dafür, oder? Scanner, denke ich immer. Und wo kriegt man jetzt den Sogwolken-Scanner her? Ausrüstung. Ja, toll. Jetzt frag mich nicht, was für eine Klasse das wohl ist. Die Antwort wird mir wahrscheinlich sowieso nicht gefallen und dir auch nicht. Aber die Klasse Station 6. Wird es wahrscheinlich sowieso nicht haben, weil halt... Nein, die hat nichts. Die hat nur Schubdüsen und Frameshift-Antrieb. Das kann ich dir gleich sagen. Ah, schön. Noch zwei Sprünge. Aber das Beste, was wir haben, ist tatsächlich 4B, ne? Für das SA. Also was jetzt. Ach so, was sie da haben, ja. Ja, ja. Schubdüsen. Oh, 5B. Tatsächlich was Besseres. Aber es würde meine Schubreichweite senken. Meine. Ja, Schubdüsen. Das. Ja, wegen höherer Masse oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich gucken, dass wir einen Sogwolken-Scanner finden. Müssen wir dann wohl in der nächsten Folge wieder das Internet befragen. Ich guck schon mal. Die Elite Dangerous Database. Ah, kurz EDDB. okay, da gibt es... Huch! Keine Klasse. Toll, Verbindungsfehler. Ich bin einfach wieder aus dem Spiel geschmissen worden. Ich merke schon, die Server sind heute wieder unglaublich. Aber völlig ohne Vorwarnung. Ja, das ist war bei mir auch so. So komplett random. So, wo bin ich jetzt? Geschwaderwirt. Ja, Geschwaderwirt, Punkt, Punkt, Punkt. Also ein Frameshift Wake Scanner gibt es auch in diesem System hier. Sogar an drei unterschiedlichen Stationen. Okay. Der eine Preis ist von vor 6 Minuten. Und scheint irgendeine große Station zu sein. Das ist Gateway Terminal. In dieser Station? In diesem System. Ja. Das ist gut. Vielleicht fliege ich dann direkt da vorbei. Wie heißt das System? Die Station? Gateway Terminal. Gateway Terminal. Es gibt auch noch Carson Dock und Matoichi Dock. Wobei, nee, das mache ich nicht. Ich flieg zu dir jetzt. Weil ich meine, wir müssen uns ja dann sowieso nach den Sogwolken umsehen. Wie irgendwo. Viel hast du noch? Ach, vielleicht wär's gar nicht schlecht, vor einer Station zu warten. Da werden öfter mal Schiffe wegfliegen. Das stimmt. Ich bin jetzt im System. Im C-System. Ja, habe ich schon. Würde ich sagen, ich nicht. In die Station und dann, ja, machen wir Schlussworte. Ja, Moment. Ich muss nochmal, hups, da. Ich muss nochmal auf die Karte kurz das Ziel... Planen. Lesezeichen. Route planen geht nicht. Na gut, dann halt Systemansicht. Schade. Stimmt, ich könnte schon mal Gateway Terminal als Ziel angeben. Jetzt aber. Route planen. Oh, wobei Gateway Terminal ist ganz schön weit weg, aber es ist... Nee. Wir fliegen jetzt nicht nach Gateway Terminal. Wir fliegen jetzt wieder zu... Du bleibst jetzt, wo du bist. Fertig. Ich hab's mir nur schon mal markiert, damit ich es beim nächsten Mal noch weiß. Das wird doch nicht gespeichert bis zum nächsten Mal, oder? Wenn du dich ausloggst, ist doch die Route wieder weg. Dann habe ich es gedanklich gespeichert. Und das habe ich jetzt optisch dadurch getan, dass ich das Ziel jetzt festgelegt habe. Das wird niemals bis zum nächsten Mal reichen. Wir müssen dann eh nochmal neu scannen. Vielleicht gibt es das ja da schon wieder nicht mehr da. Nicht scannen. Neu. Nachgucken halt. Uwe hat seinen Optimismus heute Morgen offenbar mit anderen Dingen die Toilette runtergespült, glaube ich. Nein. Nein. Mein Optimismus habe ich vorhin runtergespült, als ich mich wieder so sehr über den Router aufgeregt habe. Alles klar. Oder über dieses Gerät, das sich Router schimpft. Es heißt nicht Router, es kommt von der Telekom, also heißt es Elektroschrott. Ja, aber echt.
Das wäre der passendere Name gewesen. Also ich nenne meinen Elektroschrott auch immer Elektroschrott, also der kommt auch von der Telekom. Ah, okay. Ja, ist halt so. Ups, bremsen. Ich finde es ja irgendwie doch ganz schön, dass es so, also dass die Station in den Berg reingehauen ist und man halt so schön an der Seite sieht, dass ja, das hat was. Ja, die Station ist ja irgendwie nur so halb im Berg. Das ist irgendwie schick. Ja. Und der Schriftzug passt sich auch ungefähr dem Untergrund an. Haben nicht einfach so eine Tafel davor gehängt oder so, wo dann der Name draus steht? Ja. Ja. Ich glaube, da komme ich ganz gut an. Ach, das ist ja der kleine Planet wieder. Ja. Schon wieder. Tipp, nicht zu winklig anfliegen. Ich bin vorbeigeflogen. Ah, das ist... Weil es ja der kleine Planet war und nicht der große. Oh Mann. So. Jetzt ist es natürlich auf der anderen Seite vom Planeten. Natürlich. Na gut, das versorgt, das versorgt. Das läuft mir immerhin zu einem flachen Anflugwinkel. Ja, gut, das stimmt allerdings. Dann kommen sie ein bisschen schneller zur Station als ich. Vielleicht könnte ich mal zur Oberfläche zurückfahren. Dann sehe ich vielleicht was. Von mir? Das? Och nö. Zu schnell für Orbital Cruise, weil ich zu nah am Planeten war. Boing. Ja. Du hattest nicht vor, heute noch die Folge zu beenden, oder? Bei wie vielen Minuten sind wir denn schon? 35. Da muss ich wieder Dateien zusammenschnippeln, weil Shadowplay mir das trennen wird, aber egal. Oh. Na dann machst du einfach so wie ich. Folge 112.1 oder? Ne, 113. 113.1 oder 113.2. Ich find's doch einfacher, zwei Videodateien aneinander zu kleben, als dann eine Folge zu haben, die 30 Sekunden geht oder so. Nein, aber wenn ich sie aneinander klebe, muss ich extra nochmal rendern und dann wird die Folgengröße wieder unnötig groß. Eigentlich nicht. Wenn man weiß, was man tut, dann nicht. Ja. Aber du weißt nicht, siehst was du das tust. Problem? Muss ich denn nicht? Ja, ich sehe das Problem. Jetzt wäre es irgendwie schön, wenn ich mich hier mal drehen könnte mit dem Schiff. Ich würde gerne mal in die andere Richtung gucken, aber ich glaube, du kommst schon aus der Richtung, in die ich schaue. Ja, Moment, das werde ich jetzt gleich feststellen. Ich muss mich erstmal wieder Richtung Planet drehen. Richtung Planet drehen? Wenn das heute passt. Ich genieße so lange den Ausblick auf die Sterne. Jetzt komme ich natürlich viel zu steil an. Ich drehe noch mal eine kleine Runde. Ach, wir sind gar nicht im Geschwader. Das heißt, dann sehe ich dich wahrscheinlich sowieso nicht ohne weiteres. Ach, stimmt. Ja, dann lad mich mal kurz ein. Für die letzten zwei Minuten. Hm? Ich habe dich eingeladen. Ja, nett. Und ich hab's nicht angenommen, ne? Moment, ich muss erstmal drehen. So. Aha. Da hat's kurz irgendwas aufgeblinkt. Das kann auch sein, dass es nur das Geschwader-Signal war. Ob's wohl reicht, wenn man die Sogwolke von dem Geschwader-Mitglied scannt? Das wäre ja lustig. Du springst raus, ich scanne deine Wolke, ich spring zu dir, spring wieder raus, du scannst meine Wolke. Toll. Das wird auch super. Ja, komm, aus Orbital Cruise austreten, warum dauert das immer so lang? Ah, jetzt. Wahrscheinlich erst die Texturen des Planeten laden. Oder so. Oder so. Wer oder weiß. So ähnlich. Magie. Und so. Ich gleite dann mal in Richtung Station mit 2500 Meter pro Sekunde. Oder Kilometer pro... Nee, Meter pro Sekunde. Meter pro Sekunde. Ja. Das ist ganz interessant. Vorm Gleiten hat er am Ende 2,5 Kilometer pro Sekunde angezeigt, aber dann beim Gleiten sind es 2500 Meter pro Sekunde. Stimmt. So, wie weit komme ich noch ran? 50 Kilometer Entfernung? Gleiten beendet, verdammt. Bei 50 Kilometern Entfernung. War es zu steil oder was? Nein, ich musste einfach zu lang gleiten. Na, immerhin kommt man mit dem Schiff auf 255.
Ja. Mit Boost. Das war mit dem Diamondback Explorer vorhin nicht so. Ich glaube, der kam nur bis 280? Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Siehst du mich eigentlich mittlerweile? Siehst du mich eigentlich mittlerweile? Nee, interessanterweise nicht. Oh. Ich bin auch schon überlegen. Ich komme von hinter dem Stein. Ja gut, dann, keine Ahnung, dann sieht man es wahrscheinlich nicht, weil ich auf der anderen Seite bin. Ja gut, ich meine, der Diamondback Explorer hatte aber auch noch die Standard-Energieverteilung drin und so. Ja, okay. Mit besserer Energieverteilung würdest du ja auch mehr Geschwindigkeit rausholen. Außerdem wird das Ding wahrscheinlich jetzt vermutlich so auch mit besseren Schubdüsen. Ja, das kommt natürlich noch dazu. Und ich meine, im System schnell zu sein, ist ja eigentlich auch nicht so die Aufgabe von dem Ding. Nee. Whisky Alpha. Was? Irgendwelche automatischen Stimmen erzählen mir wieder irgendwelche komischen Sachen von Whisky und Alpha. Du musst mehr Whisky trinken, ja? Ich muss mehr Whisky trinken, bevor ich losfliegen darf. Natürlich. Ach, jetzt sehe ich dich. Oder? Deshalb gibt's hier so viele Konflikte. Die haben zu wenig Alkohol. Nein, zu viel. Ich glaube, zu viel Alkohol irgendwann ab einem gewissen Pegel löst er dann doch wieder Probleme. Ja, gut. Das muss dann aber schon ein hoher Pegel sein. Ja, oder wie war das? Alkohol ist auch keine Lösung. Auf welchem? Ich weiß nicht, auf welchem Landeplatz bist du gelandet? Also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil es schon so lange her ist. Naja, es leuchtet nur einer, also wird es vermutlich der da hinten sein. Also ich sehe gerade, wie du über mich fliegst. Zwei. Ach, Landeplatz 4 bin ich. Ich bin nicht auf der falschen Seite, wie es aussieht. Ah, du landest bei 2 oder wo? Ja, verkehrt rum natürlich. Ich drehe nochmal kurz. Die Kopfstütze von dem, von meinem Beifahrersitz ist, oder Beifliegersitz, ist genau auf der Höhe der Landezone da. Ich sehe aber gerade, wie du wendest. Okay. Das ging sogar erstaunlich schnell. Das geht auf jeden Fall schneller als verkehrt rum hinfliegen und dann nur 180 Grad drehen. Ich glaube, das wäre jetzt der Moment, wo ich einfach mit After Effects so eine riesige Explosion einfügen sollte. So. Sehr schön. Fertig. Gut. Schön. Dann würde ich sagen... Jetzt muss ich noch halt. Ah, reparieren, auftanken, ja, Ingenieurwerkstatt angucken. Ich will mir das jetzt auch nochmal angucken mit dem FSA kurz. Kannst schnellere erhöhte FSA-Reichweite. Was macht ein abgeschirmter FSA? Höhere Intaktheit. Keine Ahnung, was das jetzt genau bringen soll. Ja, steht da. Also erhöhte FSA-Reichweite bringt bessere optimierte Masse, weniger weniger oder mehr Energiebedarf? Ja, ich sag keine Ahnung. jedenfalls, ihr Gesprächspartner hat aufgelegt. Da kam einfach nichts mehr. Ist richtig. Erhöhte FSA-Reichweite braucht halt diese Aufzeichnung da. Ja, okay. Ach, da steht's doch auch. Atypische FSA-Störaufzeichnung per Sogwolken Scanner aus Hochenergie-Sogwolken aufgezeichnet. Was sind denn Hochenergie-Sogwolken? Sogwolken mit hoher Energie. Ja, was kann man eigentlich in der Bauplan... Dann, was heißt Bauplan pinnen? Bauplan gepinnt, um gepinnte Baupläne rufst du den Bereich Ingenieure im Cockpit-Statusfenster auf. Ja. Wo ist denn das Cockpit-Statusfenster? Ich habe keine Ahnung. Aufzeichnungsdaten von gestörten Firmschaftantrieben weisen üblicherweise bekannte Muster auf. Bisweilen zeigen sie Abweichungen, die dir da an wertvoller machen. Das ist interessant, dass das dabei steht, wie man da drankommt. Nickel ist was man abbauen muss. Das ist jetzt nicht so überraschend. Und Gitterwiderstände. Ja, okay. Kann über Signalquellen geborgen werden. Wo finde ich das Ding an? Was jetzt? Ach, Ingenieure anzeigen. Oder was? Ja. Irgendwo in einem rechten Fenster. Rechten Fenster. Da kann man übrigens unten Ingenieure anzeigen. Das hätten wir gleich von Anfang an machen können. Wo kann man das anzeigen? Ach, da. Oh, tatsächlich. Ja, das macht einiges einfacher. Inventar? Daten? Vielleicht? Nein? Da kannst du auch auf gepinnte Baupläne anzeigen gehen. Ach, das ist da auch.
Ja. Dafür ist es. Oder da ist es. Wo denn? Du gehst auf Status, dann auf Ingenieure anzeigen und dann kannst du da unten gepinnte Baupläne anzeigen anklicken. Kann ich nicht? Du musst vorher den Ingenieur anwählen. Ach da. An. Ja. Ist richtig. Ja, okay. Atypischer ist. Ja gut, einen von den Dingern brauche ich nur. Na gut, jetzt können wir von mir aus Schluss machen. Ja. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Jawohl, bis dahin. Tschüss.